So, wir sind wieder im Nebelturm. Ja, das ganze Gebiet heißt Nebelturm. Warum werden wir später noch erfahren? Au, du hast aber gut geblockt. Und machst gerade gut Schaden. Oh. Und die und seine Kumpels kommen auch noch. Wow, das war haarscharf. Ich weiß nicht, will ich den da oben ausschalten? Der könnte nämlich hier runterschießen und mir Probleme machen. Genau das meinte ich. So. Der andere macht mir keine Probleme. Das ist auch okay soweit. Was mir Probleme machen wird, ist dieses ganze Gebiet hier. Denn hier werden wir jetzt von der Assassine Meldwin invasiert. Die sich ganz penibel hier versteckt. Die wir super leicht backstabben können. Wow. Also ja, der Typ kann nichts. Aber er kann weglaufen. Und das ist jetzt das Ekelhafte dran. Lassen wir ihn mal kurz weglaufen. Er wird nämlich nicht wiederkommen. Er wird uns nur tierisch nerven. Und ja, man hört es vielleicht schon. Also jedenfalls höre ich es mit meinen Kopfhörern ziemlich gut. Das sollten wieder eine ganze Gegnerschar auf uns wartet. Die ich jetzt aber erstmal dezent ignorieren werde. Dich auch. Ja, ich hätte einen Fluchring anlegen sollen, weil gleich bin ich verflucht. Nämlich von dem hier. So. So, die Ascheseele habe ich, also könnte ich theoretisch ruhig sterben. Habe ich aber nicht vor, deswegen renne ich wieder nach oben. Alle Gegner hier zu töten hätten nämlich nichts gebracht. Die Jungs hier sind nämlich verdammt schwierig zu töten, wären verdammt schwierig zu töten gewesen. Und die anderen, die mit den Feuerschwertern und den Bögen, wären einfach wieder aufgestanden nach einer Weile. Deswegen durchracen und den Götzen ausschalten. Weil jetzt kann ich hier alles in Ruhe töten. Wenn es nicht mich tötet. Au. Genau das nämlich. So, weg mit dir. Ah, da kommt ja wieder unser Assassine. Der hat es auch mal wieder hier hoch geschafft. Ja, die Lanze. Er macht nicht viel Schaden. Er hat aber auf jeden Fall das Talent, ständig wegzurennen. Um uns in Fallen zu locken. Deswegen
Schalten wir mal seine... Freunde aus. Au, das war jetzt fies. So. Da steht übrigens auch wieder einer rum. Da habe ich gerade was durch die Wand glitschen gesehen, aber das war nur Lichtschein. So, zu dir kann ich rüberrollen. Wow. Du darfst mich nur nicht runterschubsen. Alone Großbogen. Bist du ein normaler Bogen? Muss ich gerade mal gucken. Du wärst auf jeden Fall nur ein CC-Bogen. Du brauchst Stärke. Einzigartiger Bogen, Alone-Ritter, bla bla bla. Wiegst du auf jeden Fall ziemlich viel, also denke ich mal, dass du ein Großbogen bist. Na komm. Oh, keine Pfeile mehr. Was hätte ich denn noch? Magische Finsterpfeile. Ja, gegen dich sind die sowieso nicht so gut, wenn du dein Schild oben hast. Gegen ihn hier vielleicht eher. Und ja, da unten ist so, müssen wir sowieso sogar hin, weil da das Zepter liegt, was wir brauchen. So, weg mit dir. Und jetzt die Assassine loswerden. Die man eigentlich ziemlich leicht backstemmen kann. Au. Wenn sie einem nicht gerade Schild basht. Ja, jetzt kämpft er anständig, weil er keinen Rückzugsort mehr hat. Weil ich ihm eigentlich alles genommen habe. Wohin er sich hätte zurückziehen können. Na, er zieht sich doch zurück. So. Au. Und weg ist er. Der hat mich auch zigmal umgebracht. Beim ersten Versuch. So, Menschenbild. Oh nein, das war nur ein Titanitbrocken. Ich habe mich geirrt. Oh, das wiederum ist nicht so schön. Treppe hoch. So, einer ist weg. Immer nah bleiben, dann mache ich mehr Schaden. Und kann sie two-hitten. Ja, was mir auch vor allem hilft, ist das Großschild. So, zwei Bleichsteine. Und diese Truhe hier enthält... ein majestätisches Großschwert. Infoanzeigen. Ein uraltes Großschwert unbekannter Herkunft. Dieses Schwert wurde von Generation zu Generation weitergegeben, bis es in die Hände von
Gordin, Wanderritter von Forosa, fiel. Mit seinem Tod ging es verloren. Unheimlicherweise war jeder der berühmten Schwertstreiter, die diese Waffe erbten, Linkshändler. Händler. Ja. Ach, auch gut. Gut, damit haben wir diesen Seitenturm geschafft, sage ich mal. Können uns jetzt wieder nach oben zurück zum Leuchtfeuer begeben. Dort benutze ich mal ein Menschenbild, dass wir wieder volle Menschlichkeit haben. Jo. Und wir haben, glaube ich, schon drei Teile der Ascheprinzessin. Der da oben ist egal. Der ist irrelevant. Ich möchte lieber hier runter und rüber zum Leuchtfeuer rasten. So, dann können wir wieder Zeug aussortieren. Ach ja, das versteinerte Drachenei haben wir auch immer noch im Inventar. Das können wir auch mal abgeben. Hallo, eine Großbogen. Soll ich das schnell machen? Ja gut, das mache ich mal ganz schnell. Da wir eh schon so gut durchkommen durch den Nebelturm. Gehe ich nochmal kurz zurück ins Eisenschloss, nämlich zur Grenzbrücke. Denn es gibt ja jemanden, der uns bereits vor dem Drachenschrein erzählt hat, weit im Osten. Und der gerne interessante Artefakte sammelt. Und ja, das hier ist ein Alone-Ritter. Ich könnte mir vorstellen, dass das andere einfach nur Wenglik-Soldaten waren. So. Du musst weg. Rittergamaschen. Sehr schön. Du musst auch weg. Und du musst weg. Und ja, die verschießen alle mit ihren Alone-Bogen die großen Pfeile. So, hi Kumpel. What is that? A petrified egg. From the shrine. Fantastic. Might you give it to me? Würde sie hier es mir. I'm begging you. Ja. Oh, very kind of you. Could it be a dragon egg? I feel invigorated just by holding it. Ihr könnt den Eid der Drachenüberreste jetzt leisten. Ja. You've quite unusual taste, don't you? Genau, wir könnten jetzt Eid leisten und bei ihm können wir Drachenschuppen abgeben. Mal sehen, hat er neue Gegenstände für uns? Hier nicht, den haben wir bereits gekauft. Das eine Menschenbild, das könnten wir noch mitnehmen. Das sind die Masken, mit denen man sich mit anderen Spielern unterhalten kann. Rostige Münzen. Oh ja, die nehme ich auch mal mit. Die sind nämlich später ganz nett an einem bestimmten Ort. Und wenn ich schon mal hier bin, nehme ich auch sein Reparaturpulver. You know that old fella with the hulking blue sword? He talks really oily a bit. I got a feeling it's a fake. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it.
Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Oh ja, das erinnert mich an noch etwas, was wir vergessen haben. Nämlich nochmal mit Bernhard zu reden, nachdem wir den Riesenfürsten getötet haben. Also machen wir das auch noch schnell, wenn wir schon mal kurz abschweifen. Dauert ja zum Glück auch nicht lange. Wir müssen ja nur hier den weitergefallenen Riesen zum Kardinalsturm. Weil Bernhard sitzt immer noch in der Erinnerung. Aber zum Glück ganz am Anfang. Der Erinnerung. So, das heißt, wir können hier runter den Kameraden da hinten ignorieren. So, kommt ruhig her, ihr beiden. So, ihr seid schon mal weg. Du bist auch weg. Und du auch. Ah, ein Lebensstein. Sehr nett von dir. Königskämpfer-Gamaschen, au. So, die da hinten hauen den Baum wieder. Und das können wir überspringen. Und da ist Bernhard von Hugo. We have outwitted death a good many times. Oh, my dear friend, take these. Genau, er gibt uns alles. Sein Schwert, sein Parma und seine Rüstung. My homeland is in the Far East. A kingdom of honorable fighting men. And this sword here awaits a true man to wield it. I know how swords think, you see. My homeland and I know. Und mehr sagt er uns nicht. Also zurück zum Leuchtfeuer.